Comic Sans MS, oder auch als Comic Sans bekannt, ist eine serifenlose Schriftart von Vincent Connor. Die 1994 erschienene Font wurde für Microsoft Bob entwickelt. Bob war ein Versuch Microsofts, ein nutzerfreundlicheres Interface für Windows zu etablieren. Verschiedene gezeichnete Gegenstände sollten die bekannten Icons auf dem Desktop ersetzen. Außerdem erhielt der Nutzer einen virtuellen Begleiter in Form eines Hundes, welcher mit dem Anwender interagierte. Als der damals bei dem Redmonder Unternehmen arbeitende Vincent Connor eine Beta-Version von Bob in die Hand bekam, welche noch eine normale Schriftart nutzte, wollte dieser eine Comic-ähnliche Font kreieren, welche besser zu dem insgesamten Aussehen von Bob passen würde. Dabei orientierte er sich an zwei Comic-Heften, die in seinem Büro rumlagen. Er hatte gar nicht die Intention, eine Schriftart zu designen, die irgendwo anders genutzt wird als in Software für Kinder. Jedoch war Bob bereits fertiggestellt, als Connor seine Version von Comic Sans beendete. Daher wurde sie nicht für Connors vorgesehenen Zweck genutzt. Stattdessen wurde es später in Windows 95 aufgenommen und erlangte schnell an unfassbarer Bekanntheit. Mit der Zeit wurden immer mehr Dinge in Comic Sans geschrieben, die eigentlich gar nicht zum Nutzen der Schriftart gedacht waren. Zum Beispiel in Einladungen, Flyern oder Visitenkarten. Später wurde Comic Sans auch für E-Mails verwendet. Durch das neue Berufsfeld Grafikdesigner, was zu dieser Zeit entstanden ist, entstand ein Hass auf die Schriftart, weil sie zu häufig genutzt wurde. Und meistens auch noch in falschen Farbkombinationen, Größen, Abständen etc. Die Privatanwender konnten es natürlich nicht besser wissen. Jedoch zogen die Designer in den Krieg gegen Comic Sans. Schnell galt man als unseriös, wenn man Comic Sans nutzte und wurde nicht mehr ernst genommen, was höchst fatal ist beim Aufbau oder Führen eines Unternehmens. Und das zieht sich bis heute hin. Comic Sans trägt daher auch den inoffiziellen Titel The Most Hated Font of All Time. Vor allem im Internet hassen viele Leute diese Schriftart. Es gibt sogar eine eigene Webseite, welche Merch gegen diese Font verkauft. Aber was kann Connor denn schon dafür? Er hat es damals als Alternative zu Times New Roman entwickelt, um ein wenig Abwechslung in den Computeralltag zu bringen. Die Schriftart war eigentlich nur für den digitalen Gebrauch gedacht. Was kann er dafür, dass Leute angefangen haben, die Schriftart falsch zu verwenden? Ich selbst bekenne mich auch als Comic Sans-Hasser, vor allem in seriösen Umgebungen. Jedoch ist Comic Sans durchaus eine sinnvolle Font für Kinder, da sie leicht zu unterscheidende Buchstaben hat. Es gibt aber so viele andere und schönere Schriftarten, die nicht so einen schlechten Ruf wie Comic Sans haben, die man stattdessen nutzen könnte. Solltet ihr gerade auf der Suche nach guten Schriftarten sein, kann ich euch nur Roboto und Open Sans empfehlen. Ansonsten gibt es auch noch die Seite fonts.google.com, auf der ihr eine riesige Bibliothek von Schriftarten ansehen und kostenlos herunterladen könnt. Danke fürs Zusehen, lasst gerne eine Bewertung da und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.